Und so überwanden Dream und sein Team den Frostwald. Sie marschierten weiter gen Norden. Je weiter sie kamen, desto unwirtlicher wurden die Gegenden. Uff, okay. Pikachu und Klimmern so, oh mein Gott, no, bitte, please, please kill me. Und auch so, oh ja, ist ja schön hier, ist ja angenehm. Dieser weiße Bergfahrt nimmt einfach kein Ende. Wir sind jetzt schon so weit gelaufen. Mann, dann siehst du, sieht auch schon ganz erschöpft aus. Es ist pure Verzweiflung, die uns vorantreibt. Und wir haben keine Ahnung, was uns erwartet. Ob wir wohl das Richtige tun? Wer weiß. Brrr, ist das kalt. Und überall nur Schnee, Schnee und nochmal Schnee. Unser Denaballe scheint sich die Gegend hier nicht mehr zu verändern. Kommen wir überhaupt von der Stelle? Stimmt, sieht alles ein bisschen gleich aus. Du Dream, weißt du was? Ich glaube, in dieser Einöde gibt es außer uns überhaupt niemanden. Und ich habe den Eindruck, dass da nichts mehr ist, egal wie weit wir noch gehen. Ich bin so müde. Was wird nur aus uns werden? Ach, uns passiert schon nichts. Ja, du hast recht. Uns ordentlich den Kopf zu zerbrechen, hilft uns auch nicht weiter. Immerhin haben wir es bis hierher geschafft. Tut mir leid, Dream. Das war aber ein Anflug von Selbstmitleid. Hört sich so ein bisschen danach an, ja. Ich glaube an dich und deshalb gehe ich auch diesen Weg weiter. Oh Gott, diesen ganzen weiten Weg mit dir. Schon viel zu lange. Und ich werde auch in Zukunft den Glauben an dich nicht verlieren, Dream. Ich weiche dir nicht von der Seite. Glauben, er vertraut mir bedingungslos. Da darf ich keine Unsicherheiten zeigen. Ich muss auch an mich glauben. Was war das? Mir wird auf einmal so schwindelig. Dream? Ist dir nicht gut? Hm, endlich. Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Glumanda? Nein, Glumanda klingt anders. Diese Stimme. Ich kenne sie von irgendwoher. Ja, Guadova. Oh gosh. Endlich. Endlich bist du da. Ich habe dich erwartet. Guadua? Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Aber du bist doch wie... Hä? Dream, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Andere können mich nicht sehen. Für sie bin ich unsichtbar. Folge dem Weg noch ein kleines Stückchen. Er führt in eine zerklüftete Berglandschaft, die vom Klirrberg gekrönt wird. Dort auf dem Gipfel lebt wohl Nona. Oh. Ja, er erwartet dich bereits. Aber sei vorsichtig. Nein, warte. Hey Dream, was machst du denn da? Ist alles in Ordnung mit dir? Nein. Aber wir haben jetzt ja absolut mit dabei. Das heißt, wir sind jetzt zu dritt. Endlich wieder. Ah, das war's. Also Guado war es, die erschienen. Und deshalb hast du so verblüfft ausgesehen. Aber es heißt ja, dass es sich bei Volnona nicht bloß um eine Legende handelt. Dieses Pokémon existiert also tatsächlich. Und es befindet sich oben auf dem Gipfel. Schnief. Dream. All die Anstrengungen, die wir auf uns genommen haben, um hierher zu kommen, sie waren nicht umsonst. Wir werden endlich Volnona treffen und die ganze Wahrheit erfahren. Da kommen wir auch endlich diese üble Verdächtigung gegen dich entkräften. Ist das nicht fantastisch? Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Hör mal, Dream. Mach dir nicht so viele Sorgen. Es wird schon alles gut gehen. Ich kann verstehen, dass du Angst vor dem Treffen mit Volnona hast. Was, wenn du der herzlose Mensch warst, der Guadova im Stich gelassen hat? Ich wette, dass dir dieser Gedanke ständig im Kopf herumgeistert. Für mich ist es ausgeschlossen, dass du dieser Mensch sein solltest. Warum bist du dir so sicher? Du fragst dich, warum? Nun ja, es mag sein, dass ich anfangs so meine Zweifel hatte. Offen gestanden weiß ich selbst nicht genau, warum. Aber das spielt auch keine Rolle mehr.
Du hast das Herz am rechten Fleck. Weißt du, früher, als ich zum ersten Mal die Idee mit dem Retterteam hatte, da traf ich dich im Kleinhain. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, da fällt mir auf, ich hatte damals schon in deiner Gegenwart so eine Vorahnung. Ist schon komisch, nicht? Aber ich glaube wirklich fest an dich. Und wenn wir den Gipfel erreichen, erfahren wir endlich die ganze Wahrheit. Dream, geben wir alles. Auf jeden Fall. Und irgendwas, was wir einlagern können. Ja, guck mal hier, so viele Mini-Beleber-Samen brauchen wir nicht. Den Trainingssamen können wir auch reinhauen, die auch. Sinnebären haben wir noch 3, Äpfel bräuchte ich vielleicht noch. Und... was geben wir denn Absol für ein Bandana? Das Offensiv-Bandana mit, das kriegt Absol. Hopschall teleportiert seinen Träger manchmal an einen anderen Ort auf der Ebene. What? No. Wird ein Name mit Streiter mit Irregel KP. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Opa, Ausdauerband. So, dann nehmen wir noch ein paar normale Äpfel mit. Ich brauche 7 perfekte Äpfel. Und dann machen wir das davon 2. Davon 1. Und ein paar Sinne wären wir noch. So, ich denke, damit sollten wir ganz gut. Achso, warte mal. So, noch 3 Top-Ether und dann können wir rein. So. Auf sie mit Gebrüll! Bist du bereit? Auf jeden Fall. Warum fragt er mich immer, ob wir zurückgehen wollen? Klörbeck möchte ich gehen. Danke. Gut, auf geht's. Der Gipfel erwartet uns. Warum zur Hölle sollte ich zurückgehen? Das gibt keinen Sinn. Klöberg, Etage 1. Da, das ist gleich ein Job. Bringt uns nicht weiter, weil wir nichts kaufen können, ne? Erstmal an sich, aber... oh, warte mal. Da fällt mir gerade was ein. Offensivbandana kriegt Absol. Mundtier. Verdammt, So, oder? Was ist die Taktik? Was ist das? Attackeneinstellungen, Taktik wählen. Wir sind ein Team, das Pokémon fängt, folgt dem Anführer und greift Gegner in der Nähe an. Nein, warte hier, fliehe vor Gegnern. Das Problem ist, Glumanda hat halt Fernkampfattacken. Das heißt, Glumanda können wir ein bisschen weiter hinten stehen lassen und dann macht das, also das hinter uns steht, oh, weil er auch einfach Damage macht. Ich glaube, dem Gegner hinterher ist für Absol besser. Und das Absol nämlich ein bisschen. Oh, der Moment hier. Na, da können wir durch. Absol ist dann nämlich ein bisschen dabei mit Damage machen. Ja, Absol hat. Ein Sengo. Bzzzt, weggewitzt. So, und dann die nächste Etage. Direkt ein Apfel und direkt die nächste Etage. Na, das ist ja perfekt. Ich werde hier erstmal relativ hart durchrushen. Und in späteren Durchläufen das Ganze daneben. So, mal so. Absolut hat mich anders gefunden. Wie sie alle 3 gleich angelaufen kommen, da ist noch eins. Wutzki. Schlitzer. 39 Damage. Holy shit. Wie sie alle 3 gleich auf uns drauflaufen wollen. Oh, Zugabe. Ja, kein Ding. Turn mal noch ein Elektroball, sogar ein Problem. So, und da ist sogar der Weg schon nach oben. Si, senor. Ich möchte hoch. Wo ist Absol hin? Ah, den Trainingsschalter ausgelöst. Okay. Jo, kann man machen, ne?
Panzer. Okay, das heißt, man kann auch Verstärker hier später kriegen, das ist gut. Eine Maronbeere und eine andere Beere. Das Gute ist, Absol das tatsächlich selber aufnimmt, dann spare ich manchmal Wege. Und hier, ruckzuckieb. Und ruckzuckieb. Und ruckzuckieb wurde aufgewertet. Und tschüss. Ja, in den engen Gängen bringt das halt nichts, ne? Noch ein Mund hier. Doppelruckzuckieb. Einmal Glut. Und weg ist es. Sehr schön. In den engen Gängen bringt es natürlich nichts, diese spezielle Anordnung zu nehmen, weil wir einfach hier dann das Problem haben, dass natürlich logischerweise das Ganze. Ja, nimm mal mit, danke. Ein bisschen problematischer ist, weil wir ja auf engem Raum kämpfen. Was mache? Was ist das? Oh, in Europa. Gut. Absol hat sich schon umgedreht. Wo ist Absol hin? Ah, okay, Absol wäre jetzt außen rumgelaufen, um hinten an das Pokémon ranzukommen. Ja, gut, okay. Das ist schwierig. Absol, wo willst du hin? Ja, Vergeltung. Gut, wenn du besiegt bist, kannst du keine Vergeltung machen. Ne? Ganz einfaches Prinzip. Natürlich, ich hätte oben bleiben sollen, ich wusste es. Ja, ich möchte weitergehen. Krr. Some money. Da ist noch ein Europe. Da haben wir weggebritzelt. Ja, es hat ein Wasser-Pokémon, ne? Piss. Und Elektromal. Pikachu ist in der Lab, oder? Ja, Pikachu ist dann 21. Level ist gestiegen. Er versucht Offenlegung zu erlernen. Was macht denn Offenlegung? Bewindet Schutzschild, Rundumschlag, Rapidschutz oder Schutzstacheln. Ja. Glimmern auch gleich noch. Hoppala. Auf 23 hoch. Sehr schön. Mein Level ist gestiegen. Ja, okay. Ups. Geduld. Elektroball. 109. Oh, shit. Oh, Tanze hat aber ordentlich Leben, du. Das muss man ja mal sagen. Gibt's eh nur noch ein Item. Gehen wir in die nächste Ebene. Klebeck. Nächste Ebene. Dann stopfen wir uns einmal kurz einen Apfel rein. So. Oh, und Palim Palim. Nice. Gibt's echt coole Pokémon. Sinne wäre. Mini-Belebersamen. Erstauner. Hm. Oh. Ja, du machst das da hinten schon ab, so, ne? Und Elektroball. Oh. Nice, der Schiffe-Pointer. Krass, was es für geile Pokémon gibt. Ja, oh, wir sind schon in E7. Holy shit, das geht übel schnell. Palim Palim, verfolgen. Oh, instant. Oh, da oben geht's weiter. Perfekt, dann machen wir das doch. Klebeck 8. Ruckzuckieb. Bis. Ruckzuckieb. Glut. Und da. Sandsturm? Palim Palim. So, was ist das gibt. Ich muss mich beeilen. Nächste Ebene finden. Das ist ja ätzend. Das ist richtig ätzend. Hört das irgendwann auf? Von alleine? Wahrscheinlich schon, ne? Ah ja, da hat's aufgehört. Wetterlage hat sich normalisiert. Wablu, natürlich. Ja, Bodyguard. Das ist doch. Oh. Das kann man der Fetch mit einer anderen Attacke verwechseln, glaube ich.
Rip. Oh, der Gigachi. Ach nee. Schon wieder ein Sandsturm. Oh, noch eins. Rutzukieb. Drachenwut. Und Rutzukieb. Absolut. Mini-Belebersamen, sehr schön. Der Kampf gegen Volona könnte echt schwierig werden, glaube ich. Deswegen ist es ganz gut, dass wir ganz viel Shit mitkriegen. Da hinten geht's hoch. Lass mich in Ruhe. Blöder. Ja, ich hab's verstanden. Ja, möchte ich weitergehen. Ich möchte weitergehen. So. Bobita setzt Sandsturm ein. Einfach so random? Ah ne, warte mal, es ist hinter uns. Drachenwut. Was? Stream kann jetzt nicht sprechen? Ja, ist gut jetzt. Lass mich in Ruhe. So. Sondersensor. Ui. Sinne wäre. Voilà. Nein, absolut. Nein, geh doch nicht zu den anderen Pokémon da hinten hin. Oh, das wird schwierig jetzt. Es sind nämlich ein paar mehr. Na gut, absolut gut. So, Wablum wird einmal weggeblitzt, Dingst. Oh, das ist hinten noch eins, ne? Ich sehe es schon. Rückzugheb und einmal Feuer. Und ein Strauchler. Bis 81. So, so kommst du bitte. Uff. Oh, Abso ist rot. Analysiert sich die Wetterlage bitte. Danke. Nee, warte mal. Abso kann. Kriegt ein bisschen Leben wieder dadurch, dass es halt mit uns. Ah, da liegt noch eine Sinne. Alles gut. Dann kommen wir dann tatsächlich nachher noch. 10 Pokédollar. Ui, was wird das denn? Die Ränge auch Leben, indem wir rumlaufen hier. Von daher ist das schon okay. Clever Etage 11. Ein Draschee. Das ist jetzt doof. Ihr macht das schon. Mann, was im Hals. Ja, du machst es denken schon. Nochmal Elektroball. Ups, bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Das heißt, wir werden jetzt beide gleich einschlafen. Ach ne, Nublemann. Nein. Bis genauso. So, wo ist jetzt der Weg? Nein. Die Trapper. Nein. Als nächstes ist eine Wartestrauchler. Ach, da ist sie. Sehr gut. Etage 12. Hoppala. Falsche Taste. Ich muss das hier machen. Ich bin gleich wieder da.